Heute möchte ich euch einmal in Hamburg das Altonaer Rathaus bzw. Standesamt empfehlen. Das Standesamt ist total klasse gelegen. Ja, hier sind wir am besagten Eingang. Hier kommt ihr rein bzw. kommt raus, wie man sieht. Hier am Rand des Bodens, es sind schon wieder einige Brautpaare hier gestern und heute Morgen gewesen. Die Rosenblätter liegen da. Hier ist einfach immer, ja, es ist halt mit das beliebteste Standesamt in Hamburg, um zu heiraten. Und dementsprechend, wie es angenommen wird, kann man es hier auch sehen. Total klasse. Bis später. Tschüss. Auf ins Trauzimmer. Auch wieder ein Platz, der ist mit am dichtesten am Ausgang vom Standesamt. Hier hat man auch die Möglichkeit, mit einer durchaus schon ansprechenden Hochzeitsgesellschaft an Anzahl Gästen hier einen kleinen Sektempfang machen zu können. Wir sind hier natürlich dicht am Geschehen, das heißt da vorne aus der Tür, wenn hier Hochzeitstag ist, kommen also bis zu alle halbe Stunde wieder eine Hochzeitsgesellschaft raus. Und so ist also immer ein bisschen Fluktuation. Aber ist alles machbar und haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, ist einfach gut und zollt hier die Möglichkeit, wie man ein Standesamt Altonaer hat. Ja, jetzt sind wir auf der anderen Straßenseite, sprich am sogenannten Altonaer Balkon. Ich zeige euch gleich auch noch ein paar Bilder, wenn wir da direkt stehen und in den Hafen reinschauen. Hier könnt ihr jetzt nach hinten hin das Standesamt erkennen und hier gäbe es eben auch eine Möglichkeit, um, ich sag mal, das direkte Ausklingen des Jahres nach dem Standesamt auf der schönen Wiese hier zu begehen.